Josen, Matrosen und herzlich willkommen zu Zombie auf der PS4. Ich hatte das Spiel schon auf der Wii U und ich bin aber mit dem fetten Pad nicht klar gekommen. Also wenn die Daumen so weit auseinander sind, Ego-Shooter zu zocken, geht gar nicht. Ja, wir haben nicht viel Zeit, so knapp 10, 12 Minuten können wir hier machen. Oh. Und kurz zur Story, man ist irgendjemand und muss hier in dieser Zombie-Apokalypse überleben. Und das Ding in dem Spiel ist, wenn man stirbt, dann ist man, dann wacht man, dann ist man im nächsten Moment jemand anders und kann mit der Person weiterspielen. Man muss dann quasi den Rucksack, den man dabei hat, immer wieder finden. Und ja, oh, jetzt bin ich nicht zurückgekommen, sorry. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Stürzen wir uns ins Getümmel. Das ist unsere Basis. Wir werden geleitet von einer Stimme im Ohr namens der Prepper, der das hier alles gebaut. Und wir haben aber keine Ahnung, was seine Intentionen sind, aber er hilft uns. So. Warte mal. Unten rechts auf der Karte sieht man, wo wir eigentlich hin müssen. Da kommen wir jetzt nicht rein, weil ein Keycard fehlt. Ich mach mal die Taschenlampe an. Also, wir haben keinerlei Waffen oder sonst was, um uns zu verteidigen, falls jetzt irgendein Zombie meint, uns anknabbern zu müssen. Finde den vorherigen Überlebenden. So, das wollen wir doch tun. Ich kann jetzt. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Ich kann jetzt keine großen Grafikunterschiede zur Wii U feststellen. Ich dachte, das wäre jetzt etwas besser auf der PS4, aber wie gesagt, ich sehe da jetzt keinen Hol dir den Unterschied. Cricket-Träger Oh, und sei eine nicht Waffe. lächerlich. Nutze als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du Ah, da. infiziert wirst. Da, das ist schon der Rucksack, den wir uns holen müssen. Hey Glenn! Hey Glenn! Lucille ist Gute Nacht. Nicht böse, aber ich muss durstig. sein. Jetzt sieh Durstig. dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Nice! So, da können wir reinschauen. Da haben wir unsere Pistole. Ein Health Pack, den Schläger, ein bisschen Munition. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Ja. Okay, ich brauche einen Hammer, um diese Tür da zu öffnen. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Kehre zum Safe House zurück. Dann tun wir das doch. Moment. Hier ist das Safe House. Oder? Nein. Hä? Moment mal. Wo ist das Safe House? Hallo? Ah. Hier sind wir zu Hause. Schließen wir das hier Geh erstmal. zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Okay, ein Die bisschen Leute halten Watch Kameras Dogs. für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Okay. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Ja, Sir. So, halt. Okay, was müssen wir jetzt tun? Meine Mission: Erreiche den Brick Lane Markt. Okay. Brick Lane Markt. Soll ich mich hier noch ein bisschen umschauen oder direkt? Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was Nützliches. Achso. Ja, da müssen wir später noch hin.
Wow. Ich hab vergessen, wie das ist mit den Zombies hier, wenn sie dich greifen, ob man dann sofort tot ist. Oder ob man sie noch abkämpfen kann. Okay. Ja, wisst ihr was? Papalapap. Hier irgendwas? Hier ist auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir den Lane-Markt. Ich öffne die Rolltore für dich. Vielen Dank, sehr nett. Benutze den Bob, die Gegenstände an einer Stelle zuzuweisen. Ah. Schau, schau, Shoshone. Okay. Radar. Ah, vorne ist ein Zombie. Das ist einfach nur tote Menschen. Pistolenmunition? Ja, das nehmen wir natürlich mit. Nee. Schwein! Schwein! Du Schwein! Was soll ich aufheben? Eine Zeitung? Okay. Der Typ ist auch leer. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Na. Oh, nice. Okay, aber, hä? Ah. Ach so. Oh, was? Infizierter. Oh. Verschlossen. Ist da noch jemand drin oder nur die eine? Lecker! Was hat sie? Sprudelwasser, heilendes Objekt. Durch den Verzehr kann die Lebensenergie teilweise aufgefüllt werden. Nice. Okay, wo ist die Karte jetzt? Oh, was ist das? Tür? Ja, schön. Regal, alles klar. Ah, ich mag diesen Scanner. Kann man durch Wände schauen und so. Da ist die Keycard. Wunderbar. Das ist sie. Nichts drin. Nichts drin, nichts drin, nichts drin. Okay. Bretter. Ah, ich brauche einen Hammer, um diese Barrikaden zu entfernen. Ist da was drin? Ist auch nichts drin. Okay. Und jetzt zurück. Zurück oder was? Ich könnte jetzt etwas Spaß haben, oder soll ich noch warten? Ach komm, haben wir Spaß. Mister, komm, welche? Check dein Radar. Ja, und wo kommen da welche? Ach so, Radar checken. Naja. Hier, hier, hier. Aber was ist das für eine Tür? Ah, das ist für die. Aha! Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt.
wenn wir wussten, was kommt. Echt? Woher wusstet ihr das? Hä? Sag es mir! Das bitte. Oh! Oh shit, hat mich das jetzt erschreckt. Ach du Scheiße. Wuhuhu. Muss ich da runter? Boah, mein ganzer Körper, den. Gepieselt. Nee, nicht gepieselt. Gebisselt. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nicht gezittert so. Kennt ihr das so ein bisschen so? Adrenalin? Ja, Adrenalin. Krass. Okay, wir müssten jetzt. Ah, Bond Street. Zur Bond Street kommen wir jetzt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir für hier für heute Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielleicht mache ich ja demnächst wieder eine Runde. Und dann seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen. In diesem Sinne, stay safe. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Euer Ree.